eine Nachricht und du schaust sofort von wem. Ein Typ, der schickt dir Grüße, den hast du noch nie gesehen. Machst du den Computer an, hast 92 Mails. Die meisten davon löschst du, die anderen braucht man nicht verstehen. Dann fährst du zur Arbeit, siehst Menschen überall. Doch keiner schaut nach oben, wir haben alle einen Knall. Wir klotzen auf unser iPhone, schreiben Nachrichten wie wild. Und dann gibt's noch ein Foto, das keiner wirklich sehen will. WhatsApp, Facebook, Twitter, so heißt der ganze Scheiß. Wir verlernen es zu reden, wir zahlen einen hohen Preis. Und die Macher dieser Scheiße, die lachen sich doch krank. Die raffen die Millionen und legen sie auf ihre Bank. Dann bist du in der Firma, alle sitzen vorm PC. Und auf vergehen Wochen, da wurdest du nicht mal gesehen. Dann ist es endlich Abend und alle wollen schnell nach Haus. Doch das Erste, was wir machen, wir holen unser iPhone raus. WhatsApp, Facebook, Twitter, so heißt der ganze Scheiß. Wir verlernen es zu reden, wir zahlen einen hohen Preis. Und die Macher dieser Scheiße, die lachen sich noch krank. Sie raffen die Milliarden, die liegen jetzt auf ihrer Bank. Endlich Abend, da schläfst du meistens ein. Die ganze Nacht läuft Werbung, du musst mehr online sein. So vergehen die meisten Jahre und du weißt nicht mehr warum. Und plötzlich denkst du an den alten Spruch, wer nicht fragt, bleibt dumm. WhatsApp, Facebook, Twitter und der ganze Scheiß. Doch die Zeit, sie bleibt nicht stehen, und heute ist es längst vorbei, dass unsere kleinsten Fragen, wie konntet ihr das überstehen? Ohne WhatsApp, Facebook, Twitter, das können wir nicht mehr verstehen. Und die Macher dieser Scheiße, die überlegen schon, was können wir jetzt erfinden? Und die lachen schon voller Ruhe. Ich sag noch mal.